Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ostriff. Jetzt in der Alpha 3 mit ein paar Neuerungen. Die erste wichtige, es ist auf Steam ab jetzt verfügbar. Links und Informationen dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das Ganze wieder an. Machen wieder ein paar Folgen so weit wie wir kommen und schauen uns die ganzen Neuerungen nach und nach an. Wie mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist, gibt es, glaube ich, sogar mehr Karten. Davor waren es nur drei. Jetzt ist noch eine dazugekommen, wie ich gesehen habe. Weil die hier kenne ich schon. Und wir hatten welche Karte haben wir denn gespielt? Wir haben, glaube ich, diese Karte letztes Mal gehabt. Und ich würde mal ganz gerne hier mit dieser Karte anfangen. Schauen wir uns das Ganze schon mal an. Also ich muss sagen, auf jeden Fall ein bisschen angenehmer läuft schon. Auch die Bäume schauen schon mal ein bisschen besser aus. Und es ist hügeliger geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nur meine Meinung ist. Und ihr seht, es gibt schon Stein auf der Karte. Ist neu. Wir können auch gerne zum Vergleich mal noch eine andere Karte anschauen. Ob wir da auch noch mehr Unterschiede sehen. Da muss ich, glaube ich, so rausgehen leider. Aber ist ja kein Problem. Lädt ja ziemlich schnell. Und dann schauen wir uns doch einfach mal Level 8. Ist es die Karte? Ja, das war die, was wir da vorher hatten. Ob sich hier auch was verändert hat? Aha. Aha, das andere war Limestone. Und hier haben wir auch nochmal so wie so Steinhaufen. Und da hinten ist der allgemeine Limestone. Sind dann auch, wie es ausschaut, verschiedene Ressourcen. Ist noch mehr, was ich noch nicht so gesehen habe. Nö, sieht ganz gut aus. Aber ich würde wieder auf die neue Karte gehen. Also ich glaube, dass der neu ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und würde sagen, dann starten wir mal mit einer neuen Siedlung. Und zwar hier das Level 4. Genau. Weil das finde ich von den Hügeln her schon mal sehr angenehm. Aber hier habe ich bis jetzt auch nur den Limestone gesehen. Die normalen Steinhaufen sind mir jetzt hier noch nicht aufgefallen. Oder habe ich sie... Schauen wir mal ein bisschen weiter. Ach, da hinten sind noch welche. Jetzt hat. Und ich habe das Gefühl, dass die Karten auch ein bisschen größer geworden sind von der bespielbaren Fläche. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und schauen mal, wo wir... Wir müssen hier drüben siedeln als erstes. Das wird uns jetzt anscheinend auch vorgeschrieben. Da hinten können wir auch überhin, aber ich würde schon in die Nähe vom Limestone eigentlich gehen. Und würde so ziemlich gleich mal hier unser Lager aufschlagen. Und es gefällt mir schon mal hier, wie sich das alles so an den Berg, an den Hang anpasst. Ist für mich schon mal echt eine schöne Neuerung. Hier fliegt... Ah,
Nordlanders rum. Ist auf jeden Fall ein bisschen was dazugekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass davor auch schon Vögel unterwegs waren. Mal schauen, was wir noch so entdecken werden. Gehen wir erstmal auf Pause. Und werden als allererstes mal einen Förster platzieren. Das machen wir jetzt alles ein bisschen platzsparend aktuell. Und ein bisschen mit Bedacht. Weil den sollten wir als erstes fertig kriegen. Aber wir können ja schon Häuser anzeichnen. Das sind wieder 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ist das auf jeden Fall gleich geblieben. Wie schaut das aus so? Passen die sich an Hang komplett an? Oder schweben die dann? So, dann drehen wir sie mal. Aber die Frage ist, wie platzieren wir es denn? Wir könnten eigentlich hier jetzt, machen wir auch. Setzen jetzt mal, mit Shift können wir ja mehrere platzieren. Mal hier eins hin. Setzen den zweiten nebenhin und hier gleich noch den dritten und drehen das Ganze dann. Das sehen wir schon, kriegen wir auch eine Warnung, wenn das Terrain zu uneben wird. Komme ich mit dem Förster in Konflikt? So anscheinend nicht. Oder wie schaut es hier aus? Ja, da kommt man in die Ecke, aber das ist okay, glaube ich. Dann haben wir hier schon mal 5 Gebäude stehen. Für die brauchen wir auf jeden Fall noch eine Lehmgrube. Auch hier ziemlich nah hierher setzen werden. Einen am besten ohne Bäume zu fällen. Aber wir können es ja auch noch ein bisschen eindrehen. Oder passt die hier mit hin? Nee. Weil wir sollten am Anfang jetzt wirklich kurze Wege haben. Setzen wir es hier so her. Dass wir alles am Anfang mal haben. Wir haben natürlich danach jede Menge große Fläche, auch hier drüben, wo wir hier dann eine schöne Stadt mit aufbauen können. Aber dazu brauchen wir dann erstmal eine Brücke und wir werden jetzt erstmal die Grundversorgung hier drüben errichten. Dann haben wir jetzt schon 5 Häuser, wir brauchen aber 9. Aber wahrscheinlich auch eine Satchery zwischendrin. Wie ist sie denn? Da ist Satchery. Und die können wir eigentlich auch mit hier nach hinten verfrachten, weil hier haben wir nämlich auch das ganze Material hier zum Abbauen.
Und dann sehen wir auch gleich, wie sich die Gebäude hier anpassen. So, wir brauchen noch mehr Gebäudefläche. Können wir auf jeden Fall hier noch eins mit hersetzen. Wäre natürlich gut, wenn hier das Zelt als erstes weggeht. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Mal da noch mal ein Gebäude mit hinkriegen. Ja, hier würde ich fast keins mehr hinsetzen. Hier unten auch nicht, da brauchen wir dann noch die Fischer. War da falsche Maustaste. Aber wir können hier auf der Seite noch weitermachen. Werde ich hier noch einen hinsetzen. Zweiten. So, dann müssten wir jetzt eigentlich alle Gebäude haben. 1, 2, 3, 4, 8. Ne, haben wir nicht. Wir brauchen nochmal eins. Aber das geht da oben nicht, wegen dem Terrain. Dann setzen wir es hier noch nebenhin. Wird sich danach alles ein bisschen einpassen, wenn die Stadt bzw. das Dorf wächst. Jetzt wird es aber trotzdem alles pausiert erstmal, weil diese Herrschaften sollten den Förster fertig bauen. Und da schauen wir jetzt auch noch in Ruhe zu. Weil das finde ich das Schöne und Entspannende, wie die Gebäude so nach und nach hochgezogen werden. Wir werden uns auch in der Runde deutlich mehr Zeit lassen für das Spiel und auch mal den Bau der Gebäude anschauen und uns die einzelnen Animationen mit anschauen. Sieht natürlich auch noch witzig aus, dass die Leute durch die Gebäudewände durchlaufen. Aber das wird sich sicherlich mit der Zeit auch noch ändern. Ansonsten sieht das Ganze, finde ich, ein bisschen schöner aus. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu auch mit in die Kommentare schreiben. Und so ist unser Holzfäller schon fertig. Und wir werden gleich als nächstes noch die Satchery in Angriff nehmen. Und gleich mal eins der Gebäude. Und zwei Holzfäller mit anfordern, dass die gleich loslegen können. Dass die Versorgung gesichert wird. Schauen wir uns auch mal hier das Baumenü an, ob sich da was verändert hat. Das ist auf jeden Fall deutlich übersichtlicher gemacht, das Ganze. Und sie bauen es gleich mal durch. So wie ich es jetzt verstanden habe, steht hier oben dann dran, was hier noch fehlt.
oder ist das das, was noch fehlt? Und das war das, was verbaut wurde. Hoffe ich, dass die das natürlich gleich herbringen. Genau, oben ist das, was die Ressourcen, was gesammelt werden, und unten war das, was noch zu verbauen ist. Hier gehen wir jetzt aber gleich mal drauf, dass wir die Männer wegnehmen und lassen hier mal zwei Frauen gleich arbeiten, dass die auch mal eine Lagerkapazität aufbauen. So wie die Holzfäller auch. Bei denen gibt es ja nur die Männer, genau. Können wir das gleich mal ein bisschen mehr aufteilen. Nicht, dass unsere wichtige Arbeitskraft an falschen Stellen eingesetzt wird. Aber das modulare Aufbauen gefällt mir sehr gut, wie das alles so Stück für Stück entsteht. Die Animation, wie sie es herfahren, ist super. Ich glaube sogar, dass die Karren ein bisschen anders ausschauen. Gut, ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt, aber das sind so Sachen, die mir jetzt gerade ins Auge stechen, wo ich der Meinung bin, es hat sich was verändert. Vielleicht auch nur, weil sich die Grafik verändert hat. Wo seid ihr denn, liebe Leute? Oh, wir schauen jetzt auf jeden Fall nochmal zur Lehmgrube hoch. Wie das ausschaut, wenn die da oben arbeiten. Ich gebe jetzt mal die Häuser frei. Bis auf die hinteren vier. So, warte mal, 2, 4, 5 sind die vorderen, genau. Kommt jetzt hier gerade keiner. Braucht Lehm. Weil da würde mich die Animation mal interessieren. Unser erstes Haus steht. Finde ich aber auch ganz gut gemacht. Sieht so aus, als wäre es hier ein bisschen in der Luft, aber ich finde trotzdem, es ist okay. Jetzt hat da schon wieder einer Leben geholt und ich habe es nicht gesehen. Gehen wir mal auf so einen Kerl drauf. Da kommt einer. Ah, der hat eine Schaufelanimation. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, also mir gefällt es. Die Weiterentwicklung, bis was ich bis jetzt schon gesehen habe, finde ich wirklich super. Und oben haben wir ja auch Alter, Ausbildung 0 von 5 und dann den Beruf. Also Arctos, sehe ich mal, dass er in der Konstruktion ist. Wir können uns den Arbeitsweg von ihm anzeigen lassen. Natürlich auch sehr interessant. Ich weiß, wo der sich rumtreibt. Können wir darauf hinspringen, wo er arbeitet. Wie gesagt, Konstruktion. Aktuell. Und wir fangen jetzt nebenbei schon mal an, ein paar Sitzgelegenheiten aufzustellen.
dass unsere Herrschaften sich auch ausruhen können. Ein paar Bäumchen dazu. Ist auch schon, kommt gerade ein neues Abo rein. Danke schon mal dafür. Falls du die Folge auch siehst. Und ich weiß nicht, ob es die Büsche vorher schon gab, aber ich finde die relativ schön. Und ich glaube, die passen hier ganz gut, hier so neben die Eingänge. Sodass hier auch ein bisschen verschönert wird gleich. Dann kriegt der Holzfäller auch noch eine Bank, die nicht so weite Wege haben, um sich auszuruhen. Dem stelle ich sie gleich hier hin. Und ich glaube, der kriegt auch noch ein Bäumchen. Und die Damen hier hinten kriegen auch noch eine Ausruhmöglichkeit. Schauen wir mal. Nee, der Baum gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Jetzt hier noch so ein Bäumchen. Und dann daneben noch mal ein Busch. Dem Grube dürfen sie sich natürlich auch ab und zu ausruhen. Dann mal so her. Ich glaube, das lassen wir hier mal erst. Die Häuser stehen auch schon hier. Sieht man mal die ganzen unterschiedlichen Modelle soweit. Hier andere Fensterläden, schon ein bisschen detailreicher das Ganze. Ich habe zwar davor schon ein paar verschiedene Versionen, aber sie wechseln sich jetzt anscheinend viel schöner ab. Ich finde, das sieht auch richtig hammer aus mit dem Hügel hier. Nicht alles mehr so flach, sondern man sieht ein bisschen mehr. Es macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß, hier richtig durchzustarten. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch. Und ob wir das Ganze schaffen, dass unsere kompletten Bewohner ihre Behausung vom Winter kriegen und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Ansonsten gerne jeden Kommentar, was euch dazu in den Kopf kommt, einfach mit reinschreiben. Und wenn ihr Infos zum Spiel wollt, gibt es in der Videobeschreibung und auch auf meiner neuen Homepage. Alles unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.